Hallo aus der Arteo-Klinik, mein Name ist Dr. Akbasch. Wir haben gerade eine Push-Down-Nasenkorrektur durchgeführt. Ich würde gerne an diesem Fall mal erklären, was die Push-Down-Methode ist. Wir haben hier einen Höcker. Früher hat man klassischerweise hier einen Hautschnitt an dem Nasensteg gemacht, die ganze Haut bis hierhin abgehoben und den Höcker dann abgeraspelt oder abgeschlagen mit Hammer und Meißel. Dann hatten wir ein Open Roof, also ein offenes Nasendach, das wir rekonstruieren mussten, mit Knorpeltransplantaten kamuflieren mussten, weil es dann immer Unregelmäßigkeiten gibt. Und mit der Push-Down-Methode haben wir jetzt etwas Neues, wo wir hier den Nasensteg nicht aufschneiden, alles geschlossen operieren, den Nasenrücken komplett in Ruhe lassen. Und ich zeige euch mal, wie dann so ein Nasenhöcker verschwindet. Man drückt den einfach rein und zack, hat man die neue Nasenform. Die Nasenspitze hatten wir schon vorher geformt. Hier ist der schöne Super Tip Break, schöner, glatter Nasenrücken. Und vor allem, wenn man die Nase anfasst, den Nasenrücken, ist das der Original Nasenrücken ohne irgendwelche Unregelmäßigkeiten. Viele fragen auch, was der Unterschied zwischen einer Pushdown- und Letdown-Methode ist. Wenn ich das mal simulieren darf, das stellt euch vor, das wäre ein Höcker. Pushdown würde bedeuten, dass der Höcker so nach unten geht. Und wenn der Höcker riesengroß ist, also relativ groß ist, dann macht man Pushdown und auch noch Letdown, damit der Höcker verschwindet. Und das ist der Unterschied zwischen Pushdown und Letdown. In diesem Fall haben wir eine Pushdown-Methode gemacht, geschlossen operiert, gewebeschonend. Das hat zur Folge, dass wir auch kaum Schwellungen haben, dass keine Taubheitsgefühle auftreten und die Spitze ist natürlich total elastisch. Man kann damit runterdrücken, hochdrücken und da passiert gar nichts. Es ist also nicht so eine Betonspitze, sondern gut durchblutet, schönes Gefühl, keine Gefühlsstörung. Und wir werden jetzt den Verband machen und in einer Woche dann den ersten Verbandswechsel. Danke sehr.